Herzlich willkommen auf dem Kanal der Fischerakademie. Ich bin der Pierre und ich war heute mit dem Mike zusammen. Das ist so unübersichtlich. Siehst du das hier? Ja. Kupplungsbremsen. So, ihr sitzt. Du musst noch mal ganz kurz. Also wenn dich der Radfahrer überholt hier, dann stimmt ja auch was nicht. Das ist die blödeste Ecke hier in Gera. Hä? Warte, bleib mal stehen. Okay, und wo willst du da hin? Und wie dynamisch diese Fahrt wird, seht ihr in diesem Video. Ganz viel Spaß. Also jetzt die nächste bitte rechts und selbstständig. Mhm. Denk dran, Algorithmus, abbiegen. Blinker, Spur rein, Gas weg, schalten. Guck mal, du musst in die Spur. Du bleibst immer in der Geradeausspur. So nach dem Motto, ich zeige erst ganz kurz vorher, wo ich hin will. Du kannst eindeutig, wenn du weißt, du fährst rechts, kannst du eindeutig rechts bleiben. Okay. Da war die Spur schon da. Ja. Bist immer noch in der Geradeausspur gewesen. Ne? Das war nicht eindeutig. Mhm. Ja? Wir biegen die nächste Kreuzung nach links ab. Was ist das hier? Rechts vor links? Nö. Achso, nee. Nach links. Das war nicht rechts vor links. Das war Vorfahrtsstraße, also auch Blickschulung, Verkehrszeichen. Das war eine Vorfahrtsstraße. Und jetzt bleib erstmal stehen. So, das ist so unübersichtlich. Siehst du das hier? Ja. Okay. Und wenn frei ist? Du musst nur mal losfahren. Sonst kommt da noch jemand. Ja, das ist natürlich nicht einfach, ne? Eine richtig komplizierte Kreuzung. Weil du hast jetzt Glück gehabt. Es war niemand da. Mhm. Jetzt kommt die Straßenbahn. Die kommt von da. Da kommt der Querverkehr. Vielleicht fahren wir die Strecke nachher nochmal. Nee, rechts nicht. Ja, auch nicht geradeaus. Wir biegen dann die nächste bitte rechts ab. Okay. Nächste rechts. Die nächste wieder rechts. Was würdest du hier machen? Würdest du hier vielleicht mit dem ersten fahren? Ja. Ja, das hast du doch ein Gefühl. Das ist so eng. Der Abstand ist nicht kaum einzuhalten. Mhm. Wenn der die Tür öffnet, ist es vorbei. Wenn du mit dem zweiten Gang, also schön langsam und damit mit dem ersten. Das ist eine richtig, wie ich so schön sage, fette Strecke hier. War ging, oder? Ging gut. Ging gut. Würdest du ja auch im ersten bleiben oder geht er das leider? Hier kannst du jetzt schon den ersten wieder nehmen, weil guck mal, hier ist ja schon wieder, ja, mach noch mal. Ich würde schon mit dem ersten hier bleiben, ganz entspannt. Mhm. Als Fahranfänger auf alle Fälle, wenn du vielleicht das Fahrzeug mehr Fahrkilometer hast, dann wir biegen die nächste bitte links ab. Dann kann man auch mit dem zweiten, weil du da einfach mehr Fahrerfahrung hast. Ich sag mal, in der Fahrschule ist es ja so, wenn du, guck mal, Kupplungsbremsen, so, ihr sitzt, du musst, noch mal ganz kurz, du musst langsam ranfahren, du wirst wieder mit dem zweiten rangerollt an so eine unübersichtliche Kreuzung, dann lieber, ranfahren und nur gucken, wo bleibe ich stehen und jetzt gucke ich. Bei so einer unübersichtlichen Kreuzung wie dieser, guck mal, du hast hier auf der linken Seite den Verkehr. Du hast auf der rechten Seite. Hier kommen Straßenbahnen links und rechts. Es ist total eng. Du guckst auch mal, wo muss ich eigentlich jetzt, wenn ich in den linken Fahrstreifen will, wo muss ich da überhaupt hinfahren? Das siehst du alles nicht, wenn du mit dem zweiten Gang an so eine Kreuzung ranrollst. Ja. Das kannst du gar nicht in deiner sozusagen Anfängerqualität verarbeiten. Deshalb ist es immer wichtig, an die Kreuzung langsam heranzufahren, gerne mit dem ersten Gang, stehen bleiben und erstmal schauen. Mhm. Damit bist du auf der sicheren Seite, okay? Okay. Los geht's. Q3.
Kupplung, erster Gang. Na ja, gut, schaltet sich ein und dann düsen wir los. Und ab. So. Guck mal, das ist da eine Straßenbahnschiene, hier ist eine Straßenbahnschiene. Das ist, was das? Das war schon sehr kompliziert. Mhm. Wir biegen bitte vorne nochmal nach rechts ab. Okay. Und diese Fahrerfahrung, die du in der Fahrschule sammelst, die sind vielleicht 400, 500, vielleicht 600 Kilometer. Mehr ist das nicht. Und rum. So, wir biegen bitte mal. Wenn ich die Einfahrt fahre, mal die. Fahren wir die Einfahrt auch nicht. Fahren wir die Einfahrt hier rein. Hier rein. Langsam. Okay. Und dann suchst du dir mal eine Stelle zum Wenden. Langsam, schön langsam. Einfach wenden. So, dass wir wieder zurückfahren. Was willst du jetzt machen? Ich würde den Rückwärtsgang einlegen. Und cool. Okay, und wo willst du da hin? Da links rein. Oder würdest du weiter geradeaus? Ich würde jetzt so ein Stück weit hier vorfahren und mit dem Arsch einfach hier rückwärts reinrollen. Ja. Nicht zu kompliziert machen. Ja. Okay. Nö. Nicht, dass die rechnen, dass ich rückwärts fahre oder so? Nö, warum blinkst du da links? So, weil ich. Machst du mit dem Arsch dahin? Ja. Du musst nur schnell rum, sonst kommst du gegen das Tor. Guck mal. Guck mal links den Spiegel. Siehst du das? Ja. Wenn du da jetzt noch ein paar Zentimeter gefahren wärst, wären wir ins Tor gefahren. Dann wäre hier der Pförtner gekommen und dann. Jetzt fahren wir nach vorne. Mhm. Nicht zurückrollen, bitte. Stehen ein wenig langsam, ja? Ganz langsam und schnell lenken. Hast du schon voll eingeschlafen? Gut. Stopp. Stopp, 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 stopp. Wenn du hier guckst, siehst du den Bordstein? Ja, ja. Wenn du jetzt da drüber machst, bist du in der Wiese drinne. Mhm. Müssen wir den Pförtner auch holen, weil er uns rausholt. Also, was hätte man jetzt machen können? Wir hätten jetzt im Grunde genommen ein Stück weiter noch nach vorne fahren können. Okay. Blinker, ganz entspannt, rückwärts mit dem Arsch schnell hier rein, also schnell bedeutet lenken, starker Lenkeinschlag, bis es nicht mehr geht. Okay. Und dann kommst du super, super rückwärts rein und mit einem Zug auch wieder vorwärts raus. Okay. Jetzt muss man nochmal korrigieren, alles gut, kein Problem. Nee, andersrum, ja, langsam. Ja, oder? Ja, ja, so. Gut, und schließ. Schnell lenken. Sehr gut. So, wir biegen bitte mal links ab, weil ich möchte jetzt mit dir nochmal diese Kreuzung fahren. Und wir bleiben ganz kurz mal stehen. Stehen. Bleib stehen, warte. Ganz kurz, entspannen. Hinter uns ist niemand. Guck mal da vorne die Kreuzung. Ja? Ja. Du fährst an so unübersichtlichen Kreuzungen, fährst du so ran, dass du vorne stehen bleibst. Mhm. Das heißt, du konzentrierst dich beim Heranfahren auf die Position, wo du stehen bleibst. Okay. Wenn du merkst, die ist unübersichtlich, konzentrierst du dich nicht, kommt da links und rechts und Fußgänger, sondern du konzentrierst dich als erstes darauf, wo du stehen bleibst. Mhm. Und dann erst konzentrierst du dich auf den gesamten Verkehr. Ja. Weil dann kannst du sagen, eins nach dem anderen. Mhm. Wenn du jetzt schon anfängst und guckst, ach, wer kommt und dies und jenes, dann vergisst du dabei das Schalten, vergisst das langsame Heranfahren und dann wirst du automatisch nervös und machst automatisch Fehler. Okay. Ja? Also entscheidend bei einer unübersichtlichen Kreuzung, fahre bitte immer langsam heran, bleib stehen, konzentriere dich als erstes darauf, wo du stehen bleiben kannst, um den gesamten Überblick auf die Kreuzung zu haben. Und wenn du das richtig hinkriegst, wirst du mal sehen, wird das Ganze entspannter. Okay.
vor links wieder? Da sind wir gerade vorbeigefahren, da habe ich dir gesagt, nein. Das ist Vorfahrtsstraße. Okay. Wir biegen links ab. Ich habe dir gesagt, du sollst dich drauf konzentrieren, wo du anhältst. Was machst du? Du guckst links, du guckst rechts, du guckst nach hinten. Ja. Hier vorne ist die Linie, hier ist die Linie. Das war die Konzentration und jetzt guckst du. Und jetzt kannst du im Grunde genommen schauen, ist alles frei. Und wenn alles frei ist, dann fährst du im Grunde genommen weiter. Du musst nur Gas geben jetzt. Ja? Du hast wieder alles vorher was anderes gemacht, weißt du? Aber nicht die Konzentration auf diesen, da war vorne aufgemalt. Dort konntest du dich hinstellen. Okay. Oder? Wie siehst du es? Ja, ich wollte ein bisschen näher ran, weil ich es dann besser gesehen hätte. Aber ich hätte mich an die Linie halten müssen. Du solltest nur auf die Linie gucken. Ja. Das wollte ich jetzt sehen, dass du das machst. Aber okay. Du hast alle anderen Dinge wieder gemacht. Okay. Na? So, wir fahren weiter geradeaus. Mhm. Jawohl, hier ist ganz wichtig der Schulterblick. Brauchst du gar nicht blinken, der Schulterblick, warum? Weil da von hinten jemand kommen könnte. Wer? Zum Beispiel ein Radfahrer, den ich nicht gesehen habe. Wie will der dich überholen? Also wenn dich der Radfahrer überholt hier, dann stimmt ja auch was nicht. Also wir machen rechts. Es ist viel komplizierter, viel ein bisschen komplizierter. Und rum. Guck mal. Hast aber jetzt Glück mit dem zweiten. Waren wir hier schon mal? Radfahrer nochmal bei der Strecke. Stell dir mal vor, der Radfahrer überholt dich. Da, weil du links geguckt hast, hat gesagt, der Radfahrer. Was war denn da auf der Schiene? Ach, was war denn auf der Schiene? Ich erzähl schon Mist. Rechts. Die Straßenbahn kann von hinten kommen. Ach so, okay. Die Straßenbahn kann von hinten kommen und nicht das Fahrrad. Das Fahrrad kommt da relativ selten, außer Tefe Schur ist da. Kennst du Tefe Schur noch? Nee, wer ist das? Tefe Schur hat mal die Friedensfahrt gewonnen. Oder die Tour de France? Ich weiß gar nicht. Nee, Tefe Schur war Friedensfahrer. Das kannst du Wer nicht war das kennen. Mit Quill dich, du Sau? Jan Ulrich, oder? Jan Ulrich war Tour de France, genau. Tefe Schur war zu DDR-Zeiten. Also wir biegen jetzt links ab. Und jetzt mach das bitte genauso, wie ich es vorhin gesagt habe. Nee, was guckst du da links? Was guckst du da links? Was guckst du da rechts? Bleib da einfach stehen. Konzentrier dich nur auf die Linie. Ja. So. Siehst du, jetzt kommt das schön, da und dann und Feuer. So, und du bist hier lang gefahren, und dann bist du auf diese Spur, wo die Schiene ist. Mhm. Da kann kein Fahrradfahrer kommen. Ja. Okay. Und weil das so schön war, machen wir das jetzt nochmal. Okay. Wir biegen ganz vorne rechts ab. Fahren wieder in die Einfahrt rein, wir wenden wieder. Du denkst bitte dran, nicht rechts vor links und dann bleiben wir wieder an der Kreuzung stehen. Und dann gucken wir mal, ob wir das jetzt beim dritten Mal super hinkriegen. Ich habe schon Herz kann man flimmern. Ich freue mich jetzt schon, weil das jetzt gut wird. Das wird jetzt gut, Pierre. Das muss gut werden. Und denk dran an den Pförtner. Hier rechts rein. Und der Blinker? Vergessen. Und schon der Weg dazu. Der Blinker ist jetzt schon mal richtig gesetzt. Warum hupt der? Warte mal, wenn der so hupt, schau mal, wenn der so hupt, dann muss was sein. Ja, da
Was ist da? Da bin ich zu nah dran. An was? An der Bordscheinkante, oder? Nö. Oder da ist Wiese drauf. An diesem Busch? Ja. Da hast du schon gemerkt, als du vorbeigefahren bist, hat er uns schon gekrabbelt. Ja. Ja? Okay, also den Busch nehmen wir jetzt noch mit und mit dem Arsch dann schön hier rein, okay? Schau immer noch nach vorne. Links und rechts Spiegel betrachten. Siehst du, jetzt streichelt er uns wieder hier. Schau noch hier vorne, das ist eng. Und dann rein mit den Arsch. Zack. Langsam. Musst nur schnell lenken. Langsame Kurven müssen immer schnell gelenkt werden. So, jetzt sind wir schon auf dem Grundstück. Schau mal. Ich mache ganz kurz rückwärts. Das erste, was du machst, zack, Handbremse, hast du Rückwärtsgang dran. Also ruhig bremsen, erste Gang, Handbremse und dann abfahren. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil die Scooterfahrerin rein will. Und ganz. Und lenken, schnell lenken, du musst hier rum, sonst wärst du doch in die Wiese. Na, na, na. Langsam. So, schau mal, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Ba, ba, ba. Siehst du das gelbe Setzei? Ja, das ist Vorfahrtsstraße. Ja. Da vorne, okay? Ja. Gut. Wir biegen links ab. Und jetzt fahren wir die ganze Strecke nochmal. Und was ist hier? Wir müssen Vorfahrt gewähren. Links, 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 links. Guck mal, was hier noch hier ist. Links. Wehe, du guckst jetzt woanders hin, außer auf die Linie. Ich grüße dich recht herzlich. Ja, wir müssen ein bisschen Fahrstunde fahren. Aber ich danke dir, dass du mich links rüberlassen. Du weißt das. Gegenseitige Rücksichtnahme auch für unsere Busfahrer, für unsere Fahrschüler. Das LKW hat sich verstanden, aber ich sage, ja auch, tschüss. So. Siehst du, der Busfahrer hat uns jetzt die Daumen gedrückt. Pass auf die Straßenbahn, hat er gesagt. So, jetzt ist es natürlich schwierig, gell? Ja. Weil du rechts nicht siehst. Jetzt kannst du schon mal links orientieren, schauen, gucken. Und wenn frei ist, fährst du los. Und nochmal hier gucken jetzt. Und Feuer. Alright. Konzentration war auf die Haltelinie. Ja. Das war die Konzentration. Und du hast wieder geguckt und da. Und siehst du jetzt, wenn ich jetzt hier vorne rüber fahre, auf was ich hier achten muss, ja, beim Schulterblick, nicht auf den Radfahrer. Nee, nee, auf den. Na, siehst selber, wo soll hier ein Radfahrer fahren? Ja. Okay, also wir fahren weiter geradeaus ohne Blinken. Jawohl, den Schulterblick will ich sehen. Und sag mir jetzt bitte nochmal, warum? Wegen der Straßenbahn. Yeah! Jetzt hat er es. Und die nächste biegen wir rechts ab. Und denkt bitte daran, das ist eine ganz unübersichtliche Kurve. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich flippe aus, wunderbar. Schau mal. Geil. Super. So. Und? Na gut, so langsam jetzt. Vorbeilassen. Aber da würde ich hier nicht, sondern da würde ich ein bisschen mitdenken, fahre ein bisschen weiter vor und jetzt so leicht rechts, dass er hier ausweichen kann. Und Kupplung. Aber guck mal, wenn du. Ja, das ist natürlich jetzt. Guck mal, wie du jetzt reingefahren bist. Ja, ja, da muss ich nochmal rückwärts. Das ist blöd. Das ist richtig blöd. Aber sowas passiert auch hier. Entscheidend ist nur, Hauptsache keine Schramme. Dann können wir mal gucken, wer hier alles wohnt. Gut. Und wir biegen vorne wieder rechts ab. Das war jetzt gut. Und wir biegen die nächste bitte rechts ab. Wie fühlst du dich denn eigentlich auch so? Fühlst du dich schon ein bisschen sicher oder wie ist denn so dein Gefühl? Erzähl mal. Also anfangs hatte ich das Problem, weil ich eben noch nicht wirklich Fahrerfahrungen gesammelt hatte, dass ich mich erstmal ins Fahrzeug gewöhnen musste. Klar. Da habe ich mich jetzt eigentlich größtenteils eigentlich dran gewöhnt. Also Schalten geht gut. Schalten geht gut, ja. Mal mit der... Schwarze Katze. Ich wäre verrückt. Von rechts nach links gelingt's. Kennst du den Spruch? Darf ich nicht überfahren.
haben. Wir wollen überhaupt keine Katzen. Wir wollen auf keinen Fall eine Katze überfahren. Ja? Auf keinen Fall eine Katze überfahren. Wir haben Katzen lieb. Und wir biegen die nächste bitte nach links ab. Soll ich den vorbeilassen? Hä? Warte, bleib mal stehen. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. What? Wieso willst du den vorbeilassen? Okay, der will auch. Nee, bleib mal stehen. Ja, weil man du machst dir, das ist das, was ich meine. Ja. Du machst dir Gedanken, ne? Fährst an die Kreuzung ran. Mhm. So, wir fahren jetzt die Kreuzung das dritte Mal hier ran. Und du machst dir Gedanken, ob du den da vorne vorbeilassen willst, der mit uns gar nichts zu tun hat. Das wäre so, als würdest du hier klingeln und würdest sagen, kommen Sie heute zu mir zum Essen. Ja. Interessiert niemand. Okay. Das, was dich interessieren müsste, wäre Blinker links, ja, da vorne die Haltelinie, die nicht ganz so schön aufgemalt ist, mhm, und stehen bleiben und dann Konzentration. Und dann kannst du mit denen reden. Ja. Deswegen fahre ich mit dir diese unübersichtlichen Kreuzungen, dass du das Heranfahren an solche Kreuzungen lernst. Bleib stehen. Guck mal, wer halt vorrollst. Merkst du das? Du rollst zu weit vor. Dann kommt der nicht mehr rein und dann war es das für die Prüfung. Und das wäre Mist. Das ist die blödeste Ecke hier in Gera. Ja. Und das sind die dämlichsten Strecken, wenn du die fährst. Ich meine, jetzt hast du es drinne. Ja. Jetzt weißt du es. Haltelinie, Konzentration, Unübersichtlichkeit. Bleib ich an der Haltelinie stehen und dann schaue ich erst. Ich schaue nicht vorher, mhm, weil das bringt nichts. Wir fahren nach rechts, nach links. Fahren wir nach links, bitte. Was ist hier? Da muss man vorbei, in diesem Fall. Ja, das ist gut. Aber weil du hier rechts geguckt hast und nochmal jetzt rechts geguckt und jetzt guckst du zu mir, was ist jetzt, was war das jetzt für eine Kreuzung? Für dich? Rechts vor links oder Vorfahrt gewähren? Vorfahrt gewähren, Leute. Nee, das war, du hattest Vorfahrt. Da war so ein fettes gelbes Setzei. Das war so dick. Und wir biegen mal die nächste Einmündung, also die nächste, dann geht es hier auf dieses Grundstück hier rechts, da, mhm, fahren wir bitte mal drauf, rechts drauf. Okay. Ja, fahr ich sonst jetzt. Und du wendest jetzt bitte mal komplett selbstständig, okay, so dass wir wieder zurückfahren. Wir gucken, wie du wendest. Nennt man dann Wenden in einem Zug. Mhm. Schön gemacht. Und wir biegen nach links ab und an der Vorfahrt gewähren nach rechts. So. Ja. Nach rechts. Mhm. Guck mal, jetzt guckst du schon, anstatt hier vorne dich zu konzentrieren, jetzt bleibst du hier vorne stehen. Und ich möchte bitte nicht, dass du nach links guckst, sondern nur hier vorne stehen bleibst. Okay. Da wo, und jetzt kannst du gucken. Und wenn frei ist, weil das ist das Wichtige, dass du dich darauf konzentrierst. Okay. Okay, los geht's. Schwierig? Bitte? War es ein bisschen schwierig, immer nach vorne gucken? War es schwierig? Das Wenden oder das? Nö, nee, jetzt die Fahrstunde. Ja, also die einen Kreuzungen, die waren ein bisschen unübersichtlich. Aber. Was machst du im Übrigen, noch mal ganz kurz, was machst du, wenn eine Kreuzung unübersichtlich ist?
im ersten Gang fahren und nötigenfalls anhalten. Auf was konzentrierst du dich bei einer unübersichtlichen Kreuzung zuerst? Ein Anhaltepunkt. Das merkst du dir. Ja. An einer unübersichtlichen Kreuzung gucke ich als erstes, wo der Anhaltepunkt ist, damit ich mir einen Überblick verschaffe, und darauf konzentrierst du dich. Mhm. Und auf nichts anderes. Also wie man gut erkannt hat, sind noch einige Sachen gut ausbaufähig. Zum Beispiel das Kuppeln oder so muss ich ein bisschen besser raus haben. Genau, das war es eigentlich im Wesentlichen mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen unter dem Video hinterlassen und auch ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Ganz viel Spaß bei den weiteren Videos.